Okay, so we are standing at the Lobkowitz Palace. It's the German embassy now. And it has an interesting story to it. That is, in 1989, when the regime was falling, and the atmosphere was already... people already felt it before it happened. So, you know, people were trying to escape to the West. Because, you know, the regime, people felt that the regime isn't that strong, and then people stopped believing in it. Yeah. And what happened was that the Eastern Germans were rushing into Prague in the old cars and Trabants and Wartburgs. Yeah, and they were trying to get to West Germany by fleeing to the embassy. Yes, they were flying to this embassy, they were climbing over these fences. Yeah. With kids, they just had you know, a few basic things, blankets. They left the cars in the city center with the keys in, because they know that they won't go back. So they left the cars open so anyone could, you know, take them. And they fled. They climbed over this fence and they, you know, just took the place over. Yeah. And they enforced like a negotiation with the Western Germany, between the Western Germany and the Eastern Bloc. They wanted to get to the West, and they succeeded. So, thanks to them rushing here and taking over this place, they managed to get over the borders. And there were, I think it was like 20,000 Eastern German refugees. Right, right. You can see the statue on the left, and that's a Trabant on the legs. Ah, a Trabant on legs. Ja, um kurz nochmal auf Deutsch zusammenzufassen. Also wir sind hier vor der deutschen Botschaft in Prag und wir haben gerade eine sehr interessante Geschichte gehört. Und zwar vor dem Fall der Berliner Mauer haben die Leute schon gespürt, dass das Regime fallen wird. Ja, sie haben schon gespürt, dass es bald vorüber ist. Und es war natürlich sehr schwer, von Ostdeutschland nach Westdeutschland zu fliehen. Und was viele Leute gemacht haben, ist, sie sind über Prag, haben sie versucht, nach Westdeutschland zu gelangen. Ja? Und zwar sind sie nach Prag gegangen mit ihren Trabanten, sind sie nach Prag gefahren und haben dann versucht, in die deutsche Botschaft zu kommen, ja, weil sie dann über die deutsche Botschaft dann gehofft haben, dass sie dann nach Westdeutschland kommen. Und sie sind dann über den Zaun rübergeklettert und all sowas, um nach Westdeutschland zu kommen, und haben ihr Ziel auch erreicht. Und all die Leute haben ihre Trabanten, ihre Trabis, haben sie einfach in der Stadt gelassen mit den Schlüsseln noch dort im Auto, weil sie wussten, dass sie diese Autos aufgeben müssen, weil sie wussten, dass sie diese Autos nicht mehr wiederbekommen und so, dass andere sie stattdessen nutzen können. Ja? Also eine sehr interessante Geschichte, wie viele Leute hier aus Ostdeutschland geflohen sind über diese Botschaft. Okay, ich bin Marco und bis nachher. Tschüss.